Hallo alle miteinander, alles live und ungestellt, nur für euch. Weil nämlich die Katze schläft. Ja, draußen ist ganz schlechtes Wetter, es wird immer kälter und hier ist ein bisschen was passiert. Der Weg mit dem Crew-Schrank ist jetzt weitergeführt worden. Das hier ist ein Panel mit 225 Löchern, waren Löcher gewesen, also die LEDs, die da vorher drin waren, die habe ich rausgemacht und andere rein. Die werden mit diesen komischen Dingern hier gerade eben angesteuert. Das hier, das was da jetzt gerade so rot blinkt, das ist eine Ansteuerung für elektrische Fliegenklatschen. Das ist eigentlich die Hochvolt-Ansteuerung. Da kommen zwei kleine AA-Batterien rein und dann macht das die Hochspannung, dass die Fliegen dazwischen eben, ja, nicht mehr fliegen. Die kann man auch mit bisschen mehr Volt ansteuern. Momentan werden sie mit 5 Volt USB-Spannung angesteuert. Hier dahinter, das ist so ein Inverter, der von 12 Volt auf USB macht. Und die Hochspannung hier, die ist jetzt ungefähr bei 500 Volt. Die lässt jetzt schon diese ganzen LEDs hier etwas bunt blinken. Die 225 Stück. Diese nehme ich alle in Reihe geschalten. Ich weiß nicht, ob man es hier oben irgendwie sieht. Die sind alle in Reihe geschalten und bräuchten um die 500 Volt, um zu funktionieren. Die Stromaufnahme von dem kleinen Ding hier, was jetzt mit 5 Volt fährt, ist 4 Watt. Nur kann man ja sagen, naja, ganz schön gut. Könnte man sagen. Wenn man es nicht besser wüsste. Ja. Dank dem René und dem Read Step Up wissen wir es aber besser. Hier vorne ist ein Read Step Up. Der wird jetzt mal parallel wieder zugeschalten. Das macht ja gerade einen Kurzschluss. Das ist halt das Blöde, ne? Wenn es Temperaturänderungen gibt. Über eine Woche hat er jetzt durchgehalten und dann, wenn man einen Film drüber machen will, war kurz ein bisschen festgepappt gewesen. Ja. Passieren tut nichts, ne? Also 800 mA liefert das hier maximal. Und hier muss ich mal den Sweet Spot noch finden. Ich habe jetzt gerade ein bisschen rumprobiert. Der ist schon ziemlich in Mitleidenschaft gezogen, so wie es aussieht. Wo war das schöne Plasma? Na, lassen wir es hier. Lassen wir es mal auf der Stelle ungefähr pfietschen. Der zieht jetzt im Mittel 1 Watt. Bringt eine höhere Spannung raus und auch wenn die jetzt nur so zugeschalten sind, da ist schon etwas mehr los als vorher. Ja, also selbst auch wenn ich den jetzt alleine dran hätte, vorher beim Experiment hatte ich den allein dran gehabt, da waren die auch so schon heller gewesen als mit der normalen Fliegenklatschenansteuerung, die 4 Watt gezogen hat. Ich bin jetzt wirklich drauf gegangen. Vorn, wo der Read-Switch ist, ist immer ein bisschen dicker zu machen und hinten etwas dünner. Das sind die bei mir bisher immer am stabilsten geschwungen haben, wo hier vorn drin der Plasmateppich auch irgendwie am weichesten gewesen ist. Der ist noch ein etwas hart, ne? Wir gehen ja immer mit 5 Volt und 800 mA rein. Der würde auch noch mit weniger Volt laufen. So mit 4 Volt oder für 3 Volt ist der dann vielleicht optimal. Aber so hier hat er auch schon über eine Woche durchgehalten. Und ausgerechnet jetzt, naja, Vorführeffekt. Was soll's. Okay, das war das Read Step Up Ding gewesen. Die sonstige Bauanleitung für den Read Step Up, da wisst ihr ja, wo es zu finden ist. Hier unten drunter ist nochmal alles verlinkt. Jetzt geht's weiter im Takt. Der John Bedini, Gott hab ihn selig, der ist ja letztes Jahr gegangen, falls es noch nicht alle von euch mitbekommen haben sollten. Und eines der letzten Dinge, mit denen ich mich da beschäftigt habe, die er, glaube ich, 2013 da auf seinem Energenix-Kanal hochgeladen hat, war der sogenannte Zero Force Motor gewesen, wo die Spulen nicht senkrecht angeordnet sind, sondern parallel zu den Magneten. In seinem Video hat er auf jeder Seite einen gehabt. Ja, das ist nicht so extrem, so wie das hier aussieht.
Und ich bin ganz am Anfang davon ausgegangen, dass das übelste Drehzahlen macht, hier alles wunderbar ausgewuchtet. Und habe hier eine 11er-Anordnung gewählt und habe hier 6 Magneten, ne? Also auch auf ein unsymmetrisches Verhältnis gegangen. Ne? Also im Endeffekt, das ist ja doch noch symmetrisch irgendwie, ne? Aber naja, jedenfalls ungerade. Und habe mir dadurch besondere Effekte erhofft. Der besondere Effekt ist dann auch eingetreten, aber nicht in dem Maße, dass es eben extrem schnell läuft, sondern dass es das macht, für was es im Endeffekt konzipiert hat. Und zwar habe ich mir gesagt, es muss ja irgendeinen praktischen Sinn haben, ne? Einfach so in die Luft hinein baut man ja nichts. Und ich habe unbedingt Licht über meinem chaotischen Arbeitsplatz gebraucht. Momentan sieht er ziemlich chaotisch aus. Ich habe es ja ganz am Anfang gesagt, ich habe extra mal nicht aufgeräumt für euch. Ne? Wer da irgendwie Suchspiel machen will, der kann hier mal anfangen. Und darüber brauche ich Licht. Diese Leisten hier, die hat mir jemand gespendet. Die ist bei ihm auf dem Arbeitsplatz, sind die Dinge runtergefallen und da haben sie gleich mal neue rangemacht, ne, wegen Versicherung und so. Muss ja alles sicher sein. Und die, die runtergefallen waren, die hat er mir geschickt. Ne, die eine, die wäre eigentlich auch so noch einwandfrei gegangen. Ich glaube, das ist jetzt sogar die hier noch, die einwandfrei geht, genau. Und die zwei Panels hier, da braucht ein so ein Panel, ich glaube über 200 Volt, dass es leuchtet. Und da sind zwei in Reihe geschalten, also brauche ich ja auch 400 oder sogar bis 500 Volt, dass die leuchten. Ne? Von 198 Volt geht's los, bis 264 Volt kann man hier einen Input gehen. Steht hier drauf. Ja, wenn ich die jetzt an meine 150 Volt Akkubank rannehme, ne, dann fängt die überhaupt nicht an mit leuchten. Dann geht die noch gar nicht mal los. Ne? So von wegen, dass sie dann nur ein bisschen leuchtet. Aber dann startet die noch nicht einmal. Also muss man am Anfang auf alle Fälle mehr als die 198 Volt in der Spitze mal kurz kommen, dass die anschwingt. Am Eingang ist ein normaler Brückengleichrichter dran und ein fetter, so fett ist der gar nicht, 150 Mikrofarad und 400 Volt, ein bisschen Zerklettung. Und der Zero Force Bedini Motor ist das Herzstück davon geworden. Die Spulen hier, die gab es, ich weiß gar nicht, wo die original eingebaut waren, ob das Riesenrelais waren, das sind jetzt jedenfalls hier Eisen, ja, das ist Weicheisen und das geht dann auch hier rein, das Weicheisen, und original war die bewickelt und hat einen Widerstand von, ich glaube, 254 Ohm gehabt. Also extrem dünner Draht und extrem viele Windungen. Und ich habe dann nochmal mit 010er, glaube ich, habe ich 0 drauf gewickelt, oder wie sieht es hier aus? Nee, ist sogar 015er. Und da habe ich, glaube ich, nochmal so viele Windungen draufgebracht, dass ich nochmal 66 Ohm an Widerstand draufgebracht habe, ne, bis sie voll gewesen sind. Und dann an jede Spule einzeln eine Bedini-Schaltung und die Inputs alle parallel und die Outputs alle parallel genommen. Der kleine Kondi ist nur am Eingang. Der ist eigentlich nicht weiter beachtenswert, weil die Quelle dafür sind 4 12 Volt Akkuschrauber-Akkus. Ja, hier sieht man die Dinger, ne, ausrangierte, ne, Cornelius, kennst du noch? Ne, die waren eigentlich ziemlich nieder gewesen, aber für die Zwecke hier reichen sie noch. Hier drüben, das ist ein großer 400 Volt Kondi, der zwischenspeichert und der hängt am Ausgang dran. Inzwischen hier am Ausgang und oben an der Lampe am Eingang. Okay, jetzt wollen wir aber mal hochfahren, dieses Teil. Und dann werdet ihr sehen, was ich meine mit besonderen Effekten. Ne, weil wenn man nur einschaltet, passiert nichts. Kennt man ja vom Bedini her. Am Eingang sind wir momentan bei 58 Volt. Oder 55 Volt, sagen wir eher. Und das hier unten, das ist der Output. Der misst jetzt praktisch die Volt, die auf dem Kondi, auf dem großen, hier hinten drauf sind. Und schon das Starten ist so eine Sache für sich. Da reicht nämlich nicht nur einmal andrehen. Zweimal andrehen auch nicht. Jetzt kommen schon mal die Neon-Klimmlampen. Bisschen stärker sein. Und ihr seht, je mehr ich hier oben drehe, jetzt könnte er schon von selber laufen. Und jetzt geht oben die Lampe rein. So, jetzt zieht er hier aber noch viel zu viel
Milliampere, ne? Über 200, 300 Milliampere. Und dazu müsste man jetzt einfach nur ausschalten und wieder einschalten. Und jetzt pendelt er sich auf 50 Milliampere ein. Am Eingang sind wir immer noch so auf 50, 54 Volt. Und das finde ich jetzt ziemlich interessant. Unser Kondi, mit der die Lampe jetzt oben leuchtet, der ist gerade mal ein bisschen was, naja, kurz vor 60 Volt. Das sind keine 60 Volt. Was der Kondi jetzt hat, wir können dann nochmal mit dem richtigen Messgerät messen, aber das passt, das habe ich schon mal gemacht. Und ihr seht's. Also, ist viel heller als vorher, ne? Für mich voll ausreichend. Ne? Jetzt mit 58 Volt und 50 Milliampere diese ganzen LEDs hier zum Leuchten gebracht. Mit einem Startimpuls, der kurzzeitig höher als die 198 Volt waren, höchstwahrscheinlich mal, ne? Durch diese Pulse da. Und jetzt ist es natürlich nicht die volle Leuchtstärke. Ne? Die volle Leuchtstärke, da wird es uns hier wegbeamen. Ne? Da, also ich hatte die mal mit Originalleuchtstärke, das geht ja gar nicht. Das ist ja heller als taghell. Und für die Entfernung über dem Arbeitsplatz reicht das voll aus, meiner Meinung nach. Wenn wir jetzt mal hier hinten das Licht noch ausmachen. Ja, ne? Also, ich bin zufrieden, was es geworden ist. Hat zwar überhaupt keinen Sinn gehabt, dass ich den hier schön gelagert habe, ne? Und dreht sich überhaupt nicht mehr, macht keinen Mucks. Aber wenn man das Anschwingen einmal kapiert hat und nicht gleich beim ersten Mal aufgibt, wenn er ein bisschen zu viel Ampere zieht, dann kommen da ganz verblüffende Sachen raus. Aber ist alles noch nichts so richtiges, ne? Ab und an kommt dann die Zeit im Leben des Bastlers, wo er sich wieder einmal bei den Köpfen informiert, ja, bei dem, was öffentlich als ganz oben angesehen wird. Und da sehe ich momentan den Wendelstein-Reaktor als ganz oben das Flaggschiff, was uns der Öffentlichkeit gezeigt wird. Müsste aber noch was Einfaches geben. Meinst du? Herzustellen. Naja, aber momentan sind sie ja am Plasmakraftwerk dran. Ja, nicht klar, aber. So, Wendelstein X7. Da sind wir jetzt gerade. Haben gerade eine Führung mitgemacht. Und es war wirklich sehr interessant gewesen. Die Spulen sieht man nicht mehr da drin. Aber was da sonst noch so gesagt worden ist, das kann ich euch dann gleich mal berichten. Und da ist mir so durch den Kopf gegangen, nachdem ich so die ersten Daten darüber so gesehen habe, ist sowas ähnliches wie in CERN das Ding, ne? Und da wird auch mit Spulen gearbeitet. Und was mir da schon immer durch den Kopf ging, ist, ob die denn da auch mit gepulstem Strom auf die Spulen drauf gehen, ob das normaler Gleichstrom ist, um da hier drin dieses Plasmafeld zu erzeugen. Ne? Prinzip ist so, der geht irgendwie mit Netzspannung rein und dann wird mit Trafo runter transformiert, dass hier ein übelst krasses Magnetfeld entsteht. Ne, das muss dann höchstwahrscheinlich ziemlich extrem runter transformiert werden. Ne? Ich weiß nicht, hätte ich noch mal fragen sollen, auf wie viel Volt sie transformieren. Das habe ich dann wieder nicht gemacht, aber erfahrungsgemäß sind wir da in den niedrigen Voltzahlen, um große Magnetfelder zu kreieren. Ja, und das habe ich dann schon ziemlich interessant gefunden, ne, was man dazu alles sehen kann. Den Trafo, der das ganze Ding betreibt, den habe ich mir nicht zeigen lassen. Aber das, was man hier alles so schön sieht, ne, da kann man fast bis ganz nah ran. Ein Besuch dort lohnt sich auf alle Fälle. Mir wurde geraten, das nächste Mal, wenn ich komme, mich bitte vorher anzumelden. Ne, die Telefonnummern, die kann man im Internet recherchieren, das ist kein Ding, die sind da sehr offen und sind auch alle ganz nett für das, was sie da alle in ihrem Job machen sollen. Ja, also ich habe die Pressesprecherin, habe ich dort kennengelernt und einen
Ein Professor wurde uns zur Verfügung gestellt, der dann ein paar Fragen antwortete. Aber naja, er kennt ja die Professoren, ne? Wenn die einmal mit Reden angefangen haben, da weiß man seine Frage gar nicht mehr, die er mal am Anfang gestellt hat. Aber diese Hauptinfos, die ich da wissen wollte, die da gewesen sind, ob wie der Name entstanden ist, ne, ob dort dieses Gebiet in Greifswald vorher schon Wendelstein hieß oder ob der mitgebracht worden ist. Da wurde mir gesagt, der ist ausgesucht worden. Das wäre ein Berg, der unten in Bayern steht. Ich weiß nicht, ob er bei München genau steht. Ich glaube, in Bayern war es gewesen. Und ein anderes Experiment hätte dann wohl den Namen eines anderen Berges. Und dieses Experiment heißt dann halt nur Wendelstein. Ne, ich bin da so ein bisschen hellhörig geworden, weil es gibt da auch ja dieses Wendel-Kreisel-Experiment, was da nach wie vor ein bisschen ja, eine Besonderheit in der Wissenschaft darstellt. Da habe ich gedacht, dass das vielleicht damit irgendwas ist, aber hat angeblich nichts damit zu tun. Ja. Die Reaktoren an sich. Wer noch nichts drüber weiß, ich wusste ja bis dahin auch noch nicht so viel drüber, aber die ersten davon sind angeblich schon 1952 ne, in der Sowjetunion entstanden. Und im Grunde geht es immer darum, dass man damit dann im Endeffekt eine höhere Wärme erzielen möchte, als die Wärme, die man an elektrischer Leistung reinstecken muss. Und hier ist die Aussage davon, dass 10-mal mehr Wärme rauskommen soll, als reingesteckt wird elektrisch. Und das war auch ziemlich interessant, weil genau in dieser Zeit jetzt, ne, hat man in der Fluxwerkstatt wieder eine interessante Zusammenkunft gehabt mit dem Ingo. Schöne Grüße an der Stelle. Und er hat uns als Segelohren-Bob-Bastler, wenn ich uns jetzt mal alle so in einen Topf werfen darf, was ich natürlich nicht darf, aber er hat ein Video darüber gemacht an Segelohren-Bob und seine Freunde und da habe ich mich und euch so etwas in einen Topf geworfen gefühlt, ne? Was natürlich so auch nicht ist, ne? Muss ich auch gleich mal nicht, da macht jeder so seine eigenen Erfahrungen und das Zusammentragen der Erfahrungen ist dann der wahre Schatz davon. Ne? Also hier geht nichts nur von mir aus. Ich bin zwar ein Tor dafür, aber ganz viele Infos kommen da von ganz vielen Versteckten, die nicht in der Öffentlichkeit sind. Wo war ich stehen geblieben? Ach ja, bei diesen Erfahrungen, die dort gemacht worden sind. Und zwar hat er gemeint, es ist zwar ganz schön, ne, mit unserem Trafo-Prinzip immer schön hoch zu transformieren und da irgendwelche Effekte zu erwarten, aber was wir wohl noch nie gemacht hätten, wo er auch recht hat, bei mir jedenfalls, wäre mal von einer hohen Spannung auf eine niedrige runter zu transformieren und da mal den Wirkungsgrad zu messen. Bei seinen Experimenten, wo er einen Mikrowellentrafo so umgewickelt hat, dass er nur noch eine Sekundärwindung hat, da war der Wirkungsgrad ja schon mit den Messgeräten, die er da benutzt hat, bei 1 gewesen, was ja so für einen normalen Trafo auch nicht sein dürfte. Und angenommen, wir transformieren jetzt von 440.000 Volt auf 1 Volt runter. Und der Effekt sollte sich steigern. Ich habe keine Ahnung. Ne? Das sind jetzt alles hier, ihr seid in einem Raum von Spiegel. Ja? Und diese Spiegel, die hier sind, die zeigen das, was ist und auch das, was nicht ist. Das ist alles durch meine Augen gespiegelt und ja, durch meine Erfahrungen fokussiert sozusagen. Das ist alles wildeste Spekulation. Ich möchte jetzt auch keine neue Verschwörungstheorie da lostreten, aber mal blöd gefragt, wieso reicht denn nicht auch doppelte Wärmeleistung, was da rauskommt? Kommt die vielleicht auch schon sowieso raus? Reicht es noch nicht, um dann einen Generator zu betreiben, um das als Selbstläufer zu machen? Ich bin mir noch nicht so richtig sicher, aber ich meine, seit 1952 wird daran geforscht. Am Anfang, so wurde mir dort mitgeteilt, waren es Stellaratoren gewesen, die mit Gleichstrom funktionierten. Das war 1952, das war das erste Ding. Ne? Dann sind sie auf gepulste Spulen gegangen. Und dieses Teil, was jetzt in Wendelstein gebaut wird, funktioniert wieder mit Gleichstrom. Und in der heutigen Zeit Gleichstrom in der Leistung herzustellen, ne, das geht nicht über normale Brückengleichrichter, vier Wege. Ich denke, das wird hier noch ein bisschen anders gemacht. Da ärgere ich mich jetzt, dass ich da nicht noch ein bisschen weiter nachgebohrt habe, wie das gemacht wird. Aber gut, naja.
Die offizielle Story ist ja weithin bekannt, da drin das Plasma so weit erhitzen, dass darin ganz kleine, winzige Dinge, die man jetzt sehen kann, Wärme machen. Ich bin noch nicht so bewandert, deshalb entschuldigt den ironischen Ton jetzt. Ne? Ich bin momentan so ein bisschen fokussiert auf dieses Runtertransformierprinzip und daraus Wärme zu machen. Ziel des Ganzen beim Ingo ist nämlich ein Heizsystem zu machen. Den Namen sage ich jetzt hier mal nicht, weil dann darf ich das Video wahrscheinlich nicht monetarisieren. Ihr könnt das selber recherchieren und da geht es darum, ungefähr eine vierfache Wirkungsgradsteigerung zu haben. Ne? Also, oder nee, eine doppelte Wirkungssteigerung, ne? Wenn ich das jetzt mal so aus meinem Erfahrungsschatz wiedergeben kann. Also das heißt, 100% reinstecken und 200% an Wärmeleistung raus. So. Bevor ich mich jetzt damit beschäftige und irgendwelche Trafos umwickel, um dann vielleicht die doppelte Wärmeleistung rauszubekommen, wo ich vermute, dass es vielleicht sogar schon mit einem REMF oder so geht. Ich habe noch keine Beweise. Ich habe wirklich lang gesucht, ehe ich da mal ein Simulationsprogramm gefunden hat, wo man eine Bedini-Schaltung so ungefähr wenigstens einzeichnen kann, um die Funktion zu testen. Und was da schon ziemlich am Anfang als gut funktionierend empfohlen wurde, ist das hier von Falstadt.com. Und ist auch ziemlich einfach zu bedienen, da kommt man ziemlich schnell rein. Und ich habe es mal jetzt so hier aufgebaut. Neon-Glimmlampen haben sie leider noch nicht mit als fertige Bauteile drin. Deshalb hier jetzt Glühlampe als Last und das ist eine Batterie als Last. Hier ist meine Spannungsquelle. Und auch hier habe ich keine Neon-Klimmlampe nehmen können, sondern habe einen Kondensator mit einer Glühlampe in Reihe genommen. Hier unser normaler Transistor, Vorwiderstand und hier einen Trafo. Ne? Ein Bedini-Motor haben sie auch nicht mit drin, sozusagen, oder einen normalen Motor. Und dann sieht man hier unten wunderbar dann die Oszillbilder davon und kann auch hier noch alle möglichen Werte einstellen. Und um das jetzt etwas zu simulieren, muss man dann einfach hier auf Bearbeiten gehen. Dann kommt das hier, ne, wenn man dann die Spule reingenommen hat. Und dann kann man hier dann die Sekundärpolarität tauschen. Und wenn man das macht, ja, seht ihr schon, kann man so ein bisschen beobachten, wie zumindest die eine Seite des Stromes hier drin funktioniert. Und wo es dann an welchen Stellen manchmal etwas wärmer wird, wie zum Beispiel hier am Vorwiderstand und in welchen Situationen das hier wärmer wird. Ich überlege mal noch, wie das hier mit einem REMF-Charger funktioniert, weil ich habe letztens wieder so ein Video gesehen, wo es um REMF-Charger ging, die so gebaut werden, dass sie nicht warm werden. Naja, mal so überlegt, wer da etwas Erfahrung mit REMF-Chargern hat, wird mitbekommen haben, die richtig schön funktionieren, wo die Batterie danach auch richtig schön fit ist. Das sind die Leistung richtig gut annimmt, ne, die Ampere auch richtig schön annimmt, aber die in der Voltzahl nicht zu schnell hinaufschnellt. Ne, jetzt kann man natürlich ein Ladegerät so bauen, dass es dir einen Haufen Ampere reinknallt und dann ist deine Batterie ratzfatz bei 15 Volt und kocht sich da oben schön den Ast sozusagen. Aber diese Triggerstrecke, sowohl im Bedini als auch im REMF, ich sehe die nicht nur dafür, dass die irgendwas schaltet. Bei mir läuft da auch Leistung drüber und zwar zurück. Noch in meinem Kopf. Mal schauen, wie sich das demnächst alles aufklärt, wie es sich alles enttäuscht, wenn es so ist. Aber ja, meinen Trigger durch trotzdem noch groß genug dimensionieren und auch den Vorwiderstand durch noch groß genug dimensionieren, dass es richtig, wenn es richtig funktioniert, an der Stelle auch warm wird. Bevor das passiert, wollte ich erstmal die Eisheizung ausprobieren. Ja,
Also eine stinknormale Eisheizung, die kann sich jeder zu Hause selbst hinbauen. Das hat eigentlich jeder zu Hause. Hier läuft jetzt gerade einer, was ihr da hinten seht. Und da ist es so, dass sie viermal mehr Wärme rausspuckt, als sie elektrisch reinbringt. Ich habe nicht gestaubsaugt, ne? Erspart euch die Kommentare. Und die läuft jetzt mit 100 Watt. 3 Watt davon sind die Lüfter. 2 Watt davon ist der normale Lüfter und 1 Watt der Bedini-Lüfter, der jetzt da hinten die Lampen noch leuchten lässt. Aber die zwei habe ich übereinander gemacht, damit der Druck von hier oben ausreicht, um die ganze Wärme, die jetzt hier drin produziert wird. Ne, das ganze Ding ist jetzt warm. Das strahlt mir jetzt hier schön in den Rücken, wenn ich hier drauf sitze und irgendwas mache. Und dann wird das alles hier runtergedrückt in die Heizleiste. Also die Idee mit der Heizleiste, die finde ich ja schon genial. Und hier kommt jetzt warme Luft raus. Ne, hier kommt jetzt warme Luft raus. Na, hinten ist noch ein Loch und da ist noch ein Loch. Und da hinten ist jetzt noch ein Loch. Jetzt kann ich euch die Wärme natürlich nicht fühlen lassen. Ne? Ihr wollt Beweise haben. So. Okay. Ein Temperaturmessgerät und der Temperaturfühler. So, momentan sind wir bei 20 Grad hier drin und in der Heizung, halt, hier sind wir, an der Heizung geht es zingsdinger hoch. Also ich glaube bei 34, 35 Grad ist es hier außen. Ja, ich meine, da ist ja die ganze Zeit Luftzug drin. Hätte ich den Luftzug nicht, wäre es noch bedeutend wärmer. Aber der Luftzug muss sein, weil hier unten ist eine Wärmepumpe drin. Ist eine Eisheizung. Ne? Ich spanne euch noch ein Folter. Ihr werdet verblüfft sein, wie einfach das eigentlich ist. So, und hier an der Stelle kommt jetzt auch warme Luft. Hier hoch. Ihr seht's. Ne, wie der Temperaturfühler immer weiter den Widerstandswert ändert, damit hier was anderes angezeigt wird. Ja, hier ist es auch bedeutend wärmer als direkt am Heizkörper, weil da natürlich der Luftzug ist. Also hier hat man schon so 40 Grad warmen Luftzug, der nonstop einem um die Ohren weht. Und das reicht, um so ein bisschen Grund reinzukriegen. Ich meine, 400 Watt auf so eine Raumgröße, da müssen die Fenster auch richtig schön isoliert sein und die Türen müssen zu sein. Und ja, ist bei mir so eine Sache mit einer Miezekatze, die dann rein und raus will, wenn sie möchte. Ja, die Türen hier darf ich leider noch keine Katzenklappe einbauen. Aber ich wollte ja erstmal überhaupt eine Referenz haben, ne? Um dann, wenn ich irgendwas nur elektrisch machen sollte. Ja, ich meine, das läuft ja jetzt nur elektrisch. Fast nur elektrisch. Es ist eine Eisheizung. Und ich habe auch, ich mitbekommen habe, wie einfach das eigentlich ist. Ne? Ja, ist schon eigentlich ein bisschen peinlich. Danke an Solar-Uli übrigens nochmal, ne? Der mir da viel weiter geholfen hat. So, und das ist die andere Seite davon. Das ist meine Eisheizung. Ein offener Tiefkühlschrank. So, hier unten wird das Kondenswasser aufgefangen. Hier stehen ein Haufen Wasserkanister drin. Und hier an der Seite fängt es schon wieder an, Eis zu werden. Und natürlich kühlt es mir hier den ganzen Vorsaal herunter. Es ist nichts für Nonstop-Dauerbetrieb. Es ist jetzt nur mal für einen Test. Die richtigen Eisheizungen, die legen sich hier noch einen Wärmetauscher raus in ein großes Betonbecken, wo ganz viel Wasser drin ist, um sich dort die Wärme rauszuziehen. Und ja, wenn das Kühlmittel ordentlich ausgelegt ist, dann dürfte das auch funktionieren, so bis minus 10 Grad, ne, wenn es richtig dimensioniert wird. Ja, ich habe von großen Projekten schon gehört, wo die Leute im Winter dann erfroren sind, weil sie es falsch dimensioniert haben. Also das darf man dann auch nicht unterschätzen, wenn es draußen richtig knackig wird, aber so ein bisschen zum Unterstützen reicht's allemal. Ja, und so leicht kann man eigene Experimente mit einer sogenannten Eisheizung machen. Und
Ich habe die Wärmemenge nicht gemessen. Nee, jetzt müsste ich natürlich die Durchflussmenge durch die Löcher hier messen und die Wärme. Und dann könnte ich das alles eins zu eins gegenüberstellen. Das, was ich so recherchiert habe, das, was auch großteils, wo niemand groß dagegen meckert, ist eben dieser Wirkungsgrad. Ne? Du steckst irgendwie ein Teil elektrisch rein und kriegst vier Teile an Wärme raus. Dann sind wir ungefähr schon wieder bei der, ne, wenn man jetzt damit das alles nur bezahlen müsste, wenn man den Strom dafür bezahlen müsste, dann wären wir ungefähr wieder in der Größenordnung mit dem, wenn man mit Gas heizen würde. Das ist auch so, Gas ist ungefähr, wenn man es kW rechnet, viermal billiger als Strom, die kW-Stunde. Und ja, dann ist man wieder auf dem Level und dann bringt es eigentlich auch nichts, wenn man den Strom jetzt nicht irgendwo umsonst herbekommt oder den noch irgendwie effektiver zur Verfügung stellen kann. Jedoch, so fair muss man sein, in Sachen rein elektrisch betriebener Heizung, würde ich sagen, besser geht es momentan noch nicht von dem, was ich so her gesehen habe. Mal gucken, wie die Stellaratoren dann funktionieren, wie Wendelstein dann irgendwann in 25 Jahren, wenn die Forschungen abgeschlossen sind, entschuldigt diesen ironischen Ton. Aber es ist doch irgendwie, ich glaube, ich muss euch nochmal besuchen. Wir müssen irgendwie nochmal, mal schauen. Ist jetzt nur so die erste Meinung. Aber na gut, geforscht werden muss geforscht. Was wollte ich denn jetzt? Jetzt bin ich total wieder raus. Ach so, elektrischer Wirkungsgrad von Heizungen, genau, richtig. Ja, also, wenn man ganz ehrlich ist, holt man die 3 Grad von draußen, die holt man doch rein. Ja, da gibt es doch irgendwie den Witz, ne, wo der Lehrer sagt hier, oder was weiß ich, Fritzchen, keine Ahnung, mach mal das Fenster auf und hol die 3 Grad von draußen noch rein. Hohoho, alle lachen. Aber damit geht's. Damit geht's wirklich. Nun begab sich's, dass ich Besuch bekommen habe. Ich glaube, so viel darf ich sagen, ein weißes Pferd hat was damit zu tun. Um den roten Faden in der Geschichte zu lassen. Er wollte einen Bedini-Motor haben, ne, wie viele, die mich besuchen und das verstehen und das lernen. Und in diesem Zuge habe ich ihm dieses Experiment hier aufbauen wollen, was an dem Tag nicht funktioniert hat. Seinen Bedini-Motor hat er auch bekommen, aber im Laufe dessen, weil ich habe es ja dann nochmal weitergemacht, ist was Grandioses passiert. Erstmal dazu, so ist es heute normal. Das ist das normale Prinzip, wie man mit einer Freilaufdiode, die hier oben eingezeichnet ist, den Strom, der beim Ein- und Ausschalten von so einem Motor, der da entsteht, killt oder praktisch zurück in die Spule speist und da noch etwas für Leistungssteigerung sorgen soll. Aber hauptsächlich wird die Diode warm, glaube ich, und die Leistungssteigerung ist minimal, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. So sieht es aufgebaut aus, am Akkupack dran, Freilaufdiode in diese Richtung drauf, ne, dass es von Plus her sperrt und von Minus her nicht rüber kann. Und nur wenn der Einschaltstromstoß kommt, die praktisch kurz geschlossen wird, ne, auf die Quelle zurückgehauen wird oder auf den Motor drauf, wie man es dann sehen will. Wie auch immer. Das nächste Ding wäre jetzt bis zum Erbrechen. darf ich immer noch Bedini-Prinzip sagen? Ist nicht Bedini-Prinzip. Bedini ist ins Detail gegangen. Da kann man dann wirklich im Detail sehen, schön langsam, ne, wenn man es wirklich lernen will. Aber vom Grundprinzip her ist es das hier, auf der Originalseite von Rick Friedrich, muss ich jetzt mal etwas, ich habe es ja nirgendwo anders gefunden, ne? Und wenn man sowas als einziger irgendwo veröffentlicht, dann finde ich es schon etwas unfair, dann hinzuschreiben, dass nur gewisse Motoren und Geräte als Motor hier an der Stelle funktionieren würden, die auf dieser Seite eben bewoben werden. Ja, das finde ich, na, hören wir mal auf mit Werten, weil ich war ja selbst blöd genug gewesen, die ganze Zeit, um es nicht eher herauszufinden. Höchstwahrscheinlich geht es mit jedem Motor, der mit einem Puls betrieben wird.
Wie das passiert ist, also wie das jetzt hier endgültig manifestiert wurde, das möchte ich euch mal nicht vorenthalten. Ihr könnt das eigentlich zu Hause nachmachen. Ihr braucht eigentlich auch nur so einen kleinen, irgendeinen Gleichstrommotor, scheißegal eigentlich welchen. Eine Diode, Akkupack und einen Kondensator. Und der wird ganz normal angeklemmt. Und der Minus, der jetzt von unserem Akkupack kommt eigentlich, der geht jetzt auf die Diode drauf. Genauso wie es hier in dem Schaltplan gemacht worden ist. Und die Diode geht jetzt auf den Plus von dem Ding, was wir laden wollen. In dem Fall unseren Kondensator hier. Und der Minus, wenn jetzt die Batterie hier unser Kondensator ist, den holen wir uns vom Plus von der Eingangsbatterie. Das ist dieses Ding, wenn da manche Leute den Teil in irgendeinem Schaltplan sehen, wo sie sagen, ah, da ist ein Fehler im Schaltplan, ha, das kann so nicht funktionieren, ne, wo es dann ganz viele Leute besser wissen. Aber nee, wenn man das gepulst betrachtet, sieht das alles ganz anders aus. So, wir gehen jetzt hiermit auf den Plus vom Eingang. Okay. Und dann brauchen wir noch eine Verbindung. Die schwarzen Kabel sind uns ausgegangen. Und zwar vom Minus zum Minus zur Batterie. Ne? Es ist wurscht, ob ich es am Motor anklemme oder hier an der Diode. So. Okay. Und wir wollen ja auch sehen, ob da was im Kondensator reingeht. Also wird das hier noch angeklemmt. Ich klemme es mal fix an. Der Kondensator ist jetzt schon bei 1,1 Volt, ist ein 35 Volt Kondensator und wir tipsen mal ran. Ja, wenn ich laufen lasse, tut sich nichts. Nur wenn ich immer ändere. Zusammenkommt heißt, und wenn das mal dran bleibt. So, aber ihr seht, der Kondi ist jetzt schon auf über 4 Volt, bleibt dran. Ja. Aber es funktioniert halt nur, wenn ich rangehe an den Akkupack oder wenn ich ihn wegziehe vom Akkupack. Ja, so ist es hier. Ne? Wenn ich nonstop Gleichstrom dran habe, habe ich ja keine Pulse, die dann hier so groß zurückgefeuert werden von der Stelle, wo ich jetzt die hier abnehme. Ja. Und dann ging mir der Rosé aus Paraguay wieder durch den Kopf. An dem Abend, ne, wo ich das Experiment aufbauen wollte. Und da habe ich überlegt, Mensch, der hat mir doch hier so ein paar Videoschnipsel geschickt. E-System, Voltage, Motor. Input originale. Y ese ya output. Lo hará hermanos del sistema.
und mir auch erzählt, dass er bei seinem Elektromoped da einfach einen Sternpunkt aufmacht. Und an den Sternpunkten Trafo anschließt und von dem Trafo dann über Brückengleichrichter irgendwas anderes anschließt und irgendwas lädt. Und solche Motoren hier, die werden ja meistens von einem Controller, ne, von einer Pulsweitenmodulation angesteuert. Ja, das heißt, die tun mehrere Male pro Sekunde so ein kleines Plusstrompaket. So ein kleines Plus-Strompaket und wieder ein kleines Plus-Strompaket dahin schicken. Und ich denke mal, die meisten normalen Controller sind mit Freilaufdiode ausgelegt. Vermute ich jetzt mal, ne, nach den bisherigen Kenntnissen. Jetzt wollte es das Schicksal so, dass die Controller, die für dieses Bike hier besorgt wurden, alle nicht funktioniert haben. Warum, weiß ich bis jetzt auch nicht. Kann auch daran gelegen haben, dass die Batterie zu leer gewesen ist. Ja, also dieses Teil hier habe ich von dem weißen Pferd, sah es jetzt einfach mal so, ne, scherzhaft, weil er wollte anonym bleiben, er mir das besorgt hat. Die habe ich jetzt gegen den Bedini-Motor eingetauscht und das hat er ziemlich billig auf eBay geschossen, weil es niemand reparieren konnte. Ne? Die Controller, die dazu waren, die haben nicht funktioniert und die neu dafür gekauft worden sind, da kostet auch so ein Controller an die 40 Euro, die haben auch nicht funktioniert, ne? Haben sie aufgegeben und ich hatte zufälligerweise kurz vorher eigentlich für mein anderes E-Bike drüben so einen kompletten Billig-Controller, der jetzt hier dran ist, mir bestellt. Der kam, ich glaube, knappe 7 Euro inklusive Versand und soll 40 Ampere bei bis zu 50 Volt schaffen. War eigentlich fürs Zombie-Zellen-E-Bike gedacht, ne, dass ich da auch so ein bisschen schön regeln kann, weil mein RMF hat es dann irgendwann durchgehauen, da hat nur bis 25 Ampere ausgehalten und ja, im Stand Vollgas geben, hat es nicht ausgehalten. Deshalb hatte ich mir das Ding geholt und deshalb hatte ich das da gehabt. Ja, und da habe ich mir gedacht, ne Mensch, wenn die ganzen Controller hier nicht funktionieren, nimmst du einfach den hier mal. Ne, angebaut, erste Probefahrt hat einwandfrei funktioniert. Hier die Bilder davon. So, und an dem Abend, wo ich dann wieder hier oben hatte, habe ich es einfach mal probiert. Ne? Da habe ich dieses Prinzip mit der Freilaufdiode hier einfach mal angewandt. Hier sieht man jetzt noch die Diode rausgucken. Und so wie ihr das Bike jetzt schon zusammengebastelt habt, vermutet ihr es richtig. Ich habe es auch nicht glauben können, es funktioniert. Es funktioniert. Ich war so euphorisch gewesen, dass ich hier erstmal alles zusammenbasteln wollte und dieses Gesamtpaket unter Last testen wollte, bevor ich hier anfange im Leerlauf, so ohne drehendes Hinterrad oder im Leerlauf drehendes Hinterrad, irgendwelche Strommessungen mit Stromzangen übelst umständlich zu machen. Ich habe so eine Energie dafür bekommen. Ich weiß noch nicht so richtig, ob was dran ist jetzt, ne? Und wie viel dran ist. Also das, was dran ist, da bin ich mir jetzt schon relativ sicher. Also wir können ja mal schauen. Wir schalten mal. Ach nee. Nee, ich kann nicht schauen, weil hier muss ich nämlich drücken. Gleichzeitig. Und ich bin wieder so aufgeregt. Ich muss noch ein bisschen Vorgeschichte dazu machen. So. Also hier unten, soweit könnt ihr mich jetzt erstmal, hier könnt ihr mir erstmal folgen. Ne? Das Prinzip, was ich vorhin gezeigt habe mit dem normalen Motor und der Freilaufdiode, habe ich es hier angewandt. Hier drüben dafür ist der Kondensator dafür. Ne? Also hier geht es über Freilaufdiode, über die zwei Kabel, der Back-EMF-Puls, wenn ich den jetzt noch so nennen darf, hier rüber. Hier auf den fetten 100 Volt, 10.000 Mikrofarad Kondi. Und hier ist dann einfach ein RE-EMF dran, der mir mit den Pulsen dann einen 15 Volt 4 Zellen Lithium-Akku vollknallt. Der hat 24 Ampere-Stunden. Der wiederum betreibt einen Wechselrichter. Hier dieses rote Dingens.
Ne, das hier ist so ein stinknormaler Wechselrichter fürs Auto, was man in Zigarettenanzünder steckt. Und der ist es einer für 110 Volt. Ne, 110 Volt reicht auch aus für normale Schaltnetzteile. Dieses schwarze Teil hier, was ihr seht, ist das Original-Ladegerät von dem Cityflow. Das war so ein 36 Volt Ladegerät, was im Leerlauf 41 Volt Spannung raushaut. Und da daneben habe ich ein, hier glaube ich, guckt es raus, ein 5 Volt USB-Netzteil, was 1 Ampere liefert, gemacht, die beide in Reihe geschalten, dass ich auf eine höhere Ladespannung komme, und daran ist ein REMF angeschlossen, der hier oben rauslunzt, und der wiederum lädt jetzt endlich über das Kabel mein Akkupack zurück. Ne, also so gedacht, dass er unter Last, ne, je nachdem wie viel Gas ich gebe, desto mehr oder weniger Ampere fließen hier herein, und normale Bleisäurebatterien wollen sie, dass sie mit einem Zehntel C geladen werden. Also hier maximal 1,2 Ampere, was ich so an Rückladung zurückladen möchte. Und so ist der REMF ausgelegt. Aber die Lithium-Akkus, die sind schon dafür ausgelegt, dass sie mit einem S geladen werden können. Also hier könnte ich bis zu 24 Ampere reingehen auf einmal. Und das dürften die Back-EMF-Pulse hier gerade so schaffen, wenn überhaupt. Dafür müsste es ausgelegt sein, dass er hier in dem Lithium-Ionen-Pack die Pulse ordentlich aufnehmen kann und hier dann schön gediechen, ne, schön konstant dann zurückladen kann. Ne? Dass, wenn ich da irgendwann mal irgendwo stehe oder irgendwo parke, lasse ich das Ding dann einfach laufen, lädt es zurück. Und damit müsste ich theoretisch schon mal etwas weiterkommen, als wenn ich die Pulse nicht benutze. Theoretisch. Ne? Ich werde Probefahrt machen, morgen ist es soweit, noch einmal schlafen, wenn das Wetter aushält. Und dann bin ich gespannt, wie weit ich komme. Und mal gucken, wie die Referenzen von den anderen sind. Wie weit die so kommen mit demselben Ding. Ja, wenn man einmal angefangen hat, die Back-EMF-Pulse zu sammeln, habe ich gesehen, dass bei diesem Inverter auch die Minuspulse durch zwei MOSFETs auf eine Spule draufgeschalten werden, die dann die 110 Volt machen. Und davon bin ich auch wieder abgegangen mit einer fetten 30 Ampere Schottky-Diode, ne, von zwei Seiten dann die Back-EMF-Pulse gesammelt, auf 1 draufgehauen und bin mit einem Minus vom Conti dann auf ein Plus vom Eingang hier gegangen. Na, wie man es eben so macht, die Back-EMF-Pulse abfasst. Und mit den Back-EMF-Pulsen wird jetzt ein USB-Netzteil betrieben, und mit der USB-Spannung wiederum wird ein kleiner REMF betrieben, der mir hier vorne, ja, gleich sind wir am Ende, keine Sorge. Hier vorne die 24 Ampere Stunden 1,2 Volt Nickel-Metall-Hydrid-Akkus voll knallt. So. Und wenn man solche Akkus mit Nickel, mit REMF-Charger voll knallt, haben die auch einen extrem hohen Kurzschlussstrom. Und hohe Ströme sind ganz gut, wenn man mit so einem Moped im Winter mit Heizung unterwegs sein möchte. Ja, da wollte ich mir dann noch Kabel hier hochziehen und dann Nierenheizung und vielleicht eine Sitzheizung und hier so eine Handschuhheizung auf alle Fälle anschließen. Und ja, da sind die Ampere dann dafür da, denke ich. Wird sich alles zeigen. Natürlich gibt es auch einen Schaltplan für dieses Bike, was jetzt hier so mal im Überblick zu sehen ist. Keine Angst, wir gehen dann gleich mal im Detail durch. Und auch am E-Bike an sich, dass vielleicht der eine oder andere von euch doch die Möglichkeit bekommt, da mal Referenzwerte dazu zu sammeln. Vom Grundprinzip her ist mir immer dieses Bild hier im Kopf rumgegangen. Ne? Eigentlich hat es noch viel mehr Arme, gibt es da Kornkreise davon, und auch so sind solche Spiralen in der Esoterikwelt ziemlich verbreitet, wenn man es jetzt mal so alles über einen Kamm scheren darf. Aber im Grunde geht es mir darum, in der Mitte hast du ein pulsierendes Ding, und das treibt so ein pulsierendes Ding an und das wieder das, bis in den kleinsten Arm, und somit kann man mit einer Energiequelle noch ganz viele andere Sachen gleichzeitig betreiben, anschwingen, ne, mitschwingen lassen und somit eben den gebenden und liebenden Pfad beschreiten. Ja. Das finde ich echt ein cooles Ding, was da der Rick rausgehauen hat. Hm.
ja, irgendwie besser als hier nur in der Mitte des Ding zu schwingen und das, was dabei entsteht, sich zu töten. Darf ich töten dazu sagen? Naja, es funktioniert aber vielleicht nicht so gut, wie es funktionieren könnte. So, dann wären wir hier nämlich fähig, eben aus einer Energie, die immer weiter zu benutzen und so eben mit eben viel länger mit unseren bisherigen Akkupacks hinzukommen als so schon. Ja, wollen wir es mal so ausdrücken. Hier rede ich noch nicht von einer freilaufenden, selbstlaufenden freien Energiemaschine, sondern erstmal um eine extreme Effizienzsteigerung dessen, was wir überhaupt schon haben. So, und wer da mitmachen möchte, der ist hier herzlich eingeladen. Wir starten mit unserem 36 Volt Akkupack, der ist hier oben. Der ist dann hier unten drin eingebaut. Ja. Der geht wiederum in unseren Pulsweiten, also in den Controller sozusagen, in dieses 6,99 Euro Ding aus China da. Ich dürfte auch mit jedem anderen PWM funktionieren. Bei dem hier ist es vielleicht der Fall, warum ausgerechnet der funktioniert, weil er hat nämlich noch einen, habe ich eingeschalten? Nee. Der hat einen Vorwärts- und einen Rückwärtsgang drin. Ne, und wenn da hier einen Vorwärts- und einen Rückwärtsgang hat und den mit einem ganz kleinen Schalter schaltet, wo auch hier drin kein Relais oder sowas klackt, ist für mich eigentlich klar, mit so einem kleinen Schalter kann man keine riesengroße Freilaufdiode umpolen. Ne, also dürfte hier eigentlich keine Freilaufdiode drin sein. Wenn nicht im MOSFET irgendwie eine ist, wo jetzt... Naja, es funktioniert. Über die Theorie können sich später die Leute hermachen. Das ist erstmal so meine Sichtweise dessen, warum das vielleicht funktioniert. So, also hier vielleicht, weil so ein Umschalter drin ist, der zwischen Vorwärts- und Rückwärtsgang eben hin und her schaltet. Das ist aber heute aber, glaube ich, Standard, wenn man solche Dinger kauft. Ja, hier ist dann noch ein normales, habe ich jetzt nicht mit eingezeichnet, ein normales Potty mit dabei, was hier jetzt eingebaut ist, mit einer kleinen Feder, dass es auch immer schön zurückschnalzt, ne, und mir nicht irgendwie auf Vollgas nonstop stehen bleibt. Ein bisschen Sicherheit muss schon sein. Und von dieser gehen wir natürlich einmal auf unseren 500 Watt Motor, der hier ist, aber eben auch, das ist eben wieder so ein Punkt, wo sich dann viele als erstes mal einen Knoten in den Kopf machen, mit unserem Back-EMF-Puls raus auf diesen 10.000 Mikrofarad 100 Volt Kondi, den ihr vorne hier drüben unten drunter gesehen habt, das riesengroße blaue Ding, und wird da erstmal zwischengespeichert. Das hier ist eine 1000 Volt 10 Ampere Diode, die ich hier eingebaut habe. Am liebsten wäre mir hier eine 20 Ampere oder sogar eine 30 Ampere. Jedenfalls das, was der Motor liefert, sollte die hier schon bringen. Ich hatte nur eine 10 Ampere da. Geht bis jetzt auch. Ne? Ich habe hier ein ganz kleines bisschen Gas gegeben, so dass er ein ganz kleines bisschen vorfährt, aber noch nichts unter Volllast ausprobiert. Das kommt morgen erst. Von dem 10.000 Volt Kondi geht es auf einen Re-EMF, der bis 100 Volt und 10 Ampere ausgelegt ist, ne, da also auch große fette Dioden nehmen. Und hier habe ich einen PNP-Re-EMF genommen, wen es interessiert, ne, mit BC250C an der Stelle. Richtig schönen fetten Draht, ne, 1er Draht und ich glaube 1-2er als Power, 1er Draht als Trigger, 1-2er als Power und dann noch ein 47 Ohm Vorwiderstand, auch einen richtig großen fetten. So, das sind die genauen Daten hier. Von dem Re-EMF geht es auf diesen 4S Lithium-Akku, der 15 Volt liefert und 24 Ampere-Stunden hat. Davon geht es einerseits auf einen kleinen Bedini-Lüfter, den habe ich vorhin gar nicht erwähnt, finde ich aber mit hier dran eigentlich das Allerschönste. Ihr werdet dann sehen, warum. Der Bedini-Lüfter, der lüftet erstmal hier die ganze Elektrik, ne, dieser Inverter hat auch originalen Lüfter eingebaut. An den Eingang bin ich einfach rangegangen. Liegen auch die 15 Volt vom Eingang drauf, vom Lithium-Akku. Also ist es eigentlich wurscht. Und wir haben jetzt aber Back-EMF-Pulse, die wir nutzen können. Und die nutze ich hier fürs Rücklicht und fürs Bremslicht. Ne, die Back-EMF-Pulse hauen einen 3 Farad, 2,5 Mikrofarad, 2,5 Volt Kondi voll, so ein Supercap. Also 3 Supercaps, A1 Farad, alle parallel. Und die sind einmal nonstop auf weiße LEDs geschalten, die ab 3,3 Volt losgehen. Und wenn ich das Bremslicht haben will, habe ich einfach so eine super helle rote LED eingebaut. Und die läuft nämlich schon ab 2,6 Volt. Die macht dann praktisch die zieht den Kondi praktisch leer.
Ja, wird dann gleich vorgeführt. Der Lithium-Akku hier unten, das große fette Ding, das ist aber auch noch dafür zuständig, diesen Inverter hier, ne, den ich hier mal so als Inverter gemalt habe, hier das Ding zu betreiben. Und mit dem Ausgang davon, machen wir erstmal, das machen wir später, mit dem Ausgang davon, mit den 110 Volt, was da kreiert werden, gehen wir parallel auf ein 36 Volt Netzteil und auf ein 5 Volt Netzteil. Ich habe keinen 45 Volt Netzteil da gehabt. Ihr könnt auch ein 45 Volt Netzteil nehmen. Es geht nur darum, hier 45 Volt ungefähr bei 1 Ampere rauszukriegen. Damit nochmal auf einem REMF, der hier bis 2 Ampere dann ausgelegt ist. Und von dem REMF, das ist jetzt, wo ist er denn? Das ist der REMF hier. Von dem REMF geht es dann wieder zurück auf den Ladeeingang von den Akkus. Ja, und die Back-EMF-Pulse von dem Inverter, wie gesagt, da habe ich reingeguckt, habe gesehen, dass die mittleren Beinchen von dem beschalten werden, der auf Minus liegt. Also habe ich mir gedacht, wird da der Minus jeweils drauf geschalten. Und da das zwei gewesen sind, wo jemals ein Beinchen auf so eine Spule in so einem Trafo reinging, wo auf der Sekundärseite dann die 110 Volt gemacht werden, bin ich dann einfach mit so einer Schottky aus einem Schaltnetzteil rausgegangen. Die heißen MBR 3045. Halten 45 Volt und 30 Ampere aus. Geht. Also bei so wenig Volt hatte ich auch Bedenken gehabt. Aber Ampere waren mir hier wichtig, weil das will ich schon, dass es hält. Und ja, an der Stelle wird dann auch wieder der Plus generiert mit dem Back-EMF-Puls. Wird ein Kondi gespeist. Hier jetzt ein, wie viel hat der eigentlich? 50 Volt und 1000 Mikrofarad. Das hier ist er. Das ist der Kondi hier. Und ein Minus holen wir uns dann einfach vom Plus. Ne? Der Kondi speist dann wiederum mein USB-Netzteil hier. Also es gibt so kleine Platinen. Ne? USB-Konverter heißen die, glaube ich. Ne? Es, geht bis 30 Volt Eingangsspannung. Und macht dann 5 Volt draus. Und die 5 Volt wiederum nehme ich über diesen kleinen REMF, der dann hier eingezeichnet ist, der bis 1 Ampere ausgelegt ist, und der lädt dann die 1,2 Volt Akku mit 24 Ampere Stunden. Praktisch hier unten, ne? Diesen welchen, der dann für die Heizung herhält und hier in dem Fall auch noch fürs Vorderlicht herhält. Ne? Hier hatte ich noch einen Readstep-Up da gehabt, den habe ich jetzt nicht extra dafür gebaut, den hatte ich noch da, nur halt schön mit Heißleim vergossen. Und habe so mit meinen Tests mitbekommen, dass der wunderbar funktioniert für 1,2 Volt. Das ist so einer der ersten Versionen, wo ich die Primärwicklung unten drauf noch mit 0,3er Draht gemacht habe. Ungefähr 200 bis 300 Windungen drauf gehauen habe. Die normale Readstep-Up-Ansteuerung eben, ne, wie ihr es so kennt, wo unten drunter der Schaltplan nochmal ist. Aber bin hier mit dem konischen noch nicht so extrem rausgegangen, wie ich es bisher mache. Ne? Also wenn ich ihn heute wickeln würde, würde ich hier konisch noch mehr drauf machen. Und hier ist dann extra noch eine Sekundärwindung drauf, wo nochmal Hochspannung generiert wird. Kann man vielleicht mal brauchen und konnte die mit Hochspannung voll pumpen. Wer weiß, was da noch so alles kommt. Ja, hier werden die Pulse vom Readstep-Up erstmal nur für 36 Volt Vorderlicht genommen. Das ist noch das Original Vorderlicht, was drin ist. Und was habe ich da? Da habe ich da auch was dahinter gemacht? Nee, da habe ich einfach nur die Kabel angeklemmt. Da ist, glaube ich, nicht einmal ein Kondi mit drauf. Da ist einfach nur der Kondi drauf vom Readstep-Up. Und dann läuft das. So, jetzt wird euch bestimmt ganz schön der Kopf qualmen. Ich gehe das hier nochmal peu à peu durch, aber ich denke, wer es geschafft hat, mir zu folgen, dem ist es klar wie Kloßbrühe, und er sagt sich, so einfach, das gibt's doch gar nicht. So, hochfahren. Ne? Der läuft. Vorderlicht läuft. Dann einschalten. Inverter läuft. Und er lädt schon. Jawohl. Das ist der REMF, der jetzt in den Akku reinpulst. Der war vorhin bei 15,1 Volt gewesen. Das ist der Lithium-Akku. Und das ist der. Der ist es schon proppevoll. Das ist der 36 Volt-Akku.
der bis maximal 45 Volt hinaufgepulst wird. Und gegen Ende, ne, der EMF ist so ausdimensioniert, fängt die LED so an mit Pulsen. Ne? Also ich er atmet halt ein bisschen. So, hauen wir mal das Rücklicht noch an. Das Coolste eigentlich. Ne? Nichts ist hier dran so cool wie das Rücklicht. Weil erstmal das Rücklicht anwerfen ist so eine Sache. Jetzt. So, jetzt wird das ganze Ding hier auch gekühlt. Und jetzt muss gewartet werden, bis hier der dreifache Radkondi geladen ist. Ja, da muss man dann immer etwas dort stehen. Und wenn man jetzt mit so einem Gefährt unterwegs ist, dann ist es ja so, dass nach vorne hin muss man ja nicht allzu viel sehen, weil so schnell ist man nicht. Ne? So mehr als 30, also mehr als Originalgeschwindigkeit macht das jetzt immer noch nicht. Aber von hinten, ne, dass man da gesehen wird, das ist wichtig. So, deshalb habe ich das jetzt auch etwas heller ausgelegt als normal. Also was heißt so ausgelegt? Es ist so geworden. Ne? Also die Pulse von dem kleinen Mini-Bedini, das ist ein Hans im Glück-Bedini, mit einem Transistor, mit einem NPN-Transistor, die reichen aus, um hier, die sind jetzt alle parallel geschalten. Ihr könnt ja mal sehen, wie viele LEDs das sind. Die sind alle parallel und werden jetzt von dem Dreifach-Rad-Kondi zwischengepuffert. Ja, und falls man bremst, mal gucken, ob wir das jetzt so hinkriegen. Falls man bremst, ja, sieht es dann so hier aus. Ja, also von hinten müsste man dann auf alle Fälle gesehen werden. Somit, ja, ist eine gewisse Sicherheitsverbesserung in diesen nebligen Gebieten hier im Norden gegeben, würde ich mal so klugscheißerig behaupten. Ja, ich bin gespannt, wie es morgen mit der Probefahrt aussieht. Aber dazu dann im nächsten Video. Das hier ist schon mal lang genug, wa? Naja, gut, okay, ein was kann ich euch vielleicht noch zeigen. Wir schalten es mal hier ein. Und, tja, das muss ich jetzt im Mund halten. Ich muss hier nämlich Gas geben und muss hier, nee, ihr seht morgen, dass das hier zurückgeladen wird. So viel Geheimniskrämerei muss jetzt sein. Ich habe ein Stativ da, doch, komm, ich zeig's euch, ne? Das geht schon noch, Moment. Okay, seid ihr im Bilde? Ja, wir gehen mal hier auf an und dann da und jetzt gebe ich Gas. Und ihr seht, es wird zurückgeladen. So, das muss es aber erstmal reichen als Vorgeschmack. Bis später. Hey Leute, heute regnet es zwar nicht ganz so sehr, aber ich habe es immer noch nicht geschafft, den Roller draußen zu fahren. Irgendwas hält mich noch davon ab. Mal schauen, das wird jetzt im nächsten Video präsentiert, wie dann die Probefahrt ist. Jetzt zum Abschluss dieses Videos nochmal die Originalbilder, die ich da vor ein paar Monaten vom José geschickt bekommen habe, die mich, ja, das hier haben endgültig machen lassen. Ne? Viel Spaß bei den Impressionen und bis bald. Ah, damn.